Am 21. Juli 1969 und damit ziemlich genau vor 50 Jahren nach deutscher Zeit 3.56 Uhr frühmorgens betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond und sagte dabei auch die historischen Worte. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Und gemeinsam mit Buzz Aldrin waren die beiden Astronauten dann auch auf der Oberfläche des Mondes, als die ersten Menschen kurz spazieren gehen. Und zum Feier von diesem 50-jährigen Jubiläum habe ich ein bisschen gesucht, was da mathematisch vielleicht dahinter steckte und bin dadurch auf Kalman-Filter gestoßen. Das Kalman-Filter. Ingenieursfreunde von mir hatten davon schon mal was gehört. Mir als Mathematiker war das gänzlich unbekannt. Aber da habe ich mich mal ein bisschen da reingelesen und recherchiert und würde da jetzt mal sozusagen einen Teil von der Mathematik präsentieren, die bei der Mondlandung geholfen hat. Fangen wir erstmal mit Rudolf Kalman an, nachdem das Ganze benannt ist. Er ist 1930 geboren in Budapest in Ungarn, dann mit 13 Jahren zusammen mit seinen Eltern in die USA ausgewandert, hat 1954 am MIT in Elektrotechnik seinen Master gemacht, 1957 dann noch einen Doktor an der Columbia University und dann erstmal angefangen als Mathematiker am Research Institute for Advanced Studies zu arbeiten. Im Herbst 1960 geht es dann langsam los mit der Story. Da ruft nämlich Kalman seinen Freund Stanley Schmidt, der bei der NASA arbeitet, an und wollte einfach mit ihm über ein paar Themen im beidseitigen Interesse mal sich austauschen. Und da haben die beiden einen Besuch organisiert. Und als Kalman dann zu Besuch beim NASA Ames Research Center war, hat er gleich ein paar Leuten aus dem Team von Stanley Schmidt im Dynamics Analysis Branch von seinem neuesten Paper erzählt. Das trug den Titel »A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems«. Und das fanden die eigentlich ganz cool. Denn was Kalman nicht wusste, ist, dass dieses Team sich gerade intensiv mit der Frage beschäftigt hat, wie können wir die Navigation von einer Mondrakete verbessern. Das waren gerade die Anfänge kurz vorm Apollo-Programm, was 1961 anfing. Das hauptsächliche Problem bestand darin, dass man nur relativ wenige Messungen während des Fluges machen konnte und die Position ja aber relativ genau wissen muss. Und man hat aber auch zur Auswertung von Daten nur aus heutiger Sicht lächerlich wenig Rechenleistung mit an Bord. Das Team hatte aber auch schon Ansätze überlegt, ob man durch einen Filter, den man auf Messdaten anwenden könnte, die Qualität so weit verbessern könnte, dass das die Lösung des Problems sein könnte. Und deswegen sind die wahrscheinlich gleich bei Filtering hellhörig geworden. Und das Gute an dem Kalman-Filter ist vor allem auch, dass er mit sehr wenig Rechenleistung auskommt. Und das Team hat es dann wirklich forciert, hat sich dann wohl wirklich viel Zeit damit beschäftigt, die mathematische Notation und die mathematischen Ideen zu verstehen, obwohl das meistens keine Mathematiker waren, sondern einfach Ingenieure, die sich dann auch teilweise erstmal da richtig reindenken mussten. Und es hat aber tatsächlich dann auch gefruchtet. Gerade auch Stanley Schmidt ist dann noch mit Kalman in Kontakt geblieben und es konnte dann soweit auch angepasst werden auf die Situation, dass die Ideen von Kalman tatsächlich in Software implementiert werden konnten. Und da auf dem Apollo Guidance Computer, auf dem AGC, lief dann tatsächlich der Kalman-Filter als Teil der Software. Hier seht ihr einen Teil vom originalen Quelltext, und zwar die Datei mit dem Namen Kalman-Filter. Das ist genau das, wo die Mathematik, um die es heute hier geht, praktisch umgesetzt wurde und bei der Mondlandung halt in dieser Form geholfen hat. Man versteht den Code sehr schlecht. Ich habe versucht, mich in diesen Assembler-Code reinzuarbeiten, aber es ist halt Assembler-Code, was sowieso nie einfach zu lesen ist. Und ich habe mich dann mit dem Manual mal hingesetzt und versucht, jeden Befehl nachzuschlagen, was der macht. Aber es gibt ziemliche Verkomplizierungen dadurch, dass es halt so wenig Rechenleistung und so wenig Speicher gab. Zum Beispiel werden am Anfang von jedem Befehl 3 Bits genutzt, um die Operation zu kennzeichnen. Also zum Beispiel 110 ist immer die Addition im AGC. Allerdings hat man in der ersten Version sich gedacht, na, 3 Bits, das sind ja sogar 8 Möglichkeiten, das reicht an Operationen, die wir auf einem Computer machen wollen. In Version 2 hat man sich dann aber gedacht, es wäre schon schön, wenn man zum Beispiel multiplizieren konnte. Jetzt waren aber keine Codes mehr frei, weil alle 8 schon benutzt wurden. Deswegen hat man zum Beispiel extra einen Befehl gebaut. Das ist dann der Extend-Befehl und der ist nur dazu da, um beim dem darauffolgenden Befehl zu sagen, jetzt werden zum Beispiel am Anfang hier 111 nicht wie sonst als Mask, sondern als Multiply interpretiert. Und so konnte man nochmal so eine Doppelbelegung von diesen nur 8 Operationen schaffen. Und da ich bei jedem Befehl nur eine Speicheradresse mit angeben kann, ist dann, wenn ich 2 Speicheradressen, 2 Variablen multiplizieren will, auch noch ein weiterer Befehl notwendig, bevor ich den Multiplikationsbefehl gebe, um den ersten und dann den zweiten Faktor übergeben zu können.
Also diese drei Codezeilen hier brauchte man einfach nur für eine Multiplikation, um zu sagen, Achtung, wir nutzen 111 dann zur Multiplikation und nicht wie früher anders. Achtung, hier ist der erste Faktor, Achtung, hier ist der zweite Faktor und jetzt kannst du multiplizieren. Umso erstaunlicher, dass auch hier nur 57 Codezeilen ausreichen, um den Kalman-Filter erstmal zu implementieren. Wobei ich, wie gesagt, das nicht komplett verstanden habe, was da so passiert. Man springt da wild hin und her und es kann sein, dass vielleicht doch irgendwo andere Programmteile mitgenutzt werden und das gar nicht vollumfänglich ist. Aber es lief auf dem Apollo-Guidance-Computer. Und von Stanley Schmidt, der sozusagen die Schnittstelle zwischen der NASA und Kalman hier war, habe ich auch so eine Zusammenfassung der historischen Ereignisse gefunden, wo er auch nochmal betont, gerade rückblickend, es ist total krass zu sehen, wie schnell hier die mathematische Forschung und die mathematische Idee, wie sowas gehen kann, direkt quasi in der Praxis angekommen ist, implementiert wurde und vor allem, wie die Verkettung von Zufällen so war, dass Kalman einfach nur über seine Forschung reden wollte mit seinem Freund und dann dem Team quasi die Lösung des Problems präsentiert, ohne dass er das Problem von denen kannte. Rudolf Kalman ist 2016 verstorben, aber zuvor wurde ihm noch 2008 von Obama eine National Medal of Science verliehen, und zwar laut dem offiziellen Begründungstext für seine grundlegenden Beiträge zur modernen Systemtheorie, die mathematisch exakte Werkzeuge für Ingenieurwesen, Ökonometrie und Statistik lieferte und insbesondere für seine Erfindung des Kalman-Filters, was entscheidend war für die Mondlandung und die Entwicklung von GPS und den Einsatz von Computern in Steuerungs- und Kommunikationstechnik erleichtert hat. Also dieses Kalman-Filter scheint ja echt ein krasses Ding zu sein und je mehr ich dazu recherchiert habe, desto mehr hatte ich den Eindruck, das steckt eigentlich überall auch heutzutage noch mit drin. Und da schauen wir uns doch mal an, was man damit so macht und was da so passiert. Generell geht es darum, dass man den Zustand eines Systems eben aufgrund von Messdaten möglichst gut schätzen möchte. Und zwar funktioniert es dann am besten, wenn man auch eine physikalische Gesetzmäßigkeit dahinter noch kennt. Ein Zustand ist dann sowas wie die Position, wo ich gerade bin und die Richtung und Geschwindigkeit, mit der ich mich gerade im Raum voran bewege. Das ist ja im Prinzip auch genau das Problem, mit dem sich die NASA-Ingenieure da beschäftigt haben. Wie finde ich raus, wo wir gerade sind und wo es hingeht? Das Gute ist, dass ich einerseits die physikalischen Gesetzmäßigkeiten kenne und im Vorfeld auch schon berechnen kann, wenn ich jetzt die Rakete da lang fliegen lasse, wo wird die dann ankommen und wo wird die da lang fliegen? Und zum anderen kann ich auch jederzeit die Position einfach messen, an der ich gerade bin. Die beiden schlechten Nachrichten sind dazu allerdings, erstens, die Welt ist kein Schulbuch. Und nichts bewegt sich einfach genauso wie eine simple Gleichung das vorgibt, sondern es gibt immer noch irgendwelche Einflüsse, die nicht mit in dem Modell drin stecken oder auch Einflüsse, die man vorher nicht vorhersehen konnte. Und zweitens, jede Messung ist auch immer mit einer gewissen Messungenauigkeit und Fehler behaftet. Und genau für solche Situationen, wo ich die Gesetzmäßigkeit kenne, wie aus dem einen Zustand der nächste folgen muss, und wo ich aber auch jederzeit messen kann und beides aber immer nur so zu Aussagen plus minus irgendeine Ungenauigkeit führt, da lohnt sich ein Kalman-Filter, denn der schafft es dann, dass aus diesen beiden Ansätzen ein Mittel gefunden wird, was eine genauere Vorhersage treffen kann als die beiden Methoden alleine. Okay, jetzt zu den Details. An sich geht es darum, wie gesagt, den Zustand. Am besten denkt man einfach an, das ist die Position und die Geschwindigkeit. Wir machen es vielleicht mal erstmal ganz einfach. Position nehmen wir einfach nur einmal S als die Strecke, die wir schon insgesamt zurückgelegt haben und V als die Geschwindigkeit, mit der wir gerade unterwegs sind. Ein Zustand wäre jetzt einfach nur ein Vektor SV beziehungsweise zum Kartenzeitpunkt SK und VK. Jetzt müsste ich mir überlegen, wie kann ich aus dem vorherigen Zustand, also aus SK-1 und VK-1, die neue Strecke rausfinden. Ja, und die Berechnungsvorschrift dafür ist halt, wenn so die klassische Newtonsche Physik da funktioniert, dass ich den letzten Ort nehme und dazu nochmal die letzte Geschwindigkeit mal die Zeitdifferenz, die derweil vergangen ist, nehme. Und wenn jetzt keine Kräfte auf einen Körper einwirken, dann verändert sich auch seine Geschwindigkeit nicht. Also können wir als nächstes VK-1 schätzen. Und das hier ist ein linearer Zusammenhang. Und wer von euch vielleicht auch schon mit Matrizen ein bisschen erfahren ist, der kann das auch direkt auf den ersten Blick so hinschreiben. Ansonsten kriegt man vielleicht auch schon an der Schreibweise mit, was hier wo wie reingeschrieben wird. Und genau für solche Zusammenhänge funktioniert der Kalman-Filter. Es geht ja auch um linear direkt schon im Titel des Papers. Und das war auch wohl die größte Schwierigkeit, dass eben die Gleichungen, die eigentlich für die ganze Bewegung des Raumschiffs notwendig waren, nicht linear waren. Und da mussten irgendwie Wege gefunden werden, das zu linearisieren, damit man den Kalman-Filter anwenden kann.
Im Allgemeinen könnte der Zustandsvektor xk beliebig groß sein und dann könnte ich irgendeine Matrix fk haben, die dann eben mal xk minus 1 immer die Berechnungsvorschrift liefert, wie ich von letzten zum jetzigen Zustand komme. In vielen Formulierungen wird auch nochmal ein Vektor uk dazu genommen, mit dem man vielleicht steuern kann. Vielleicht kann ich da bremsen oder beschleunigen. Und das wird dann auch nochmal durch eine Matrix-Multiplikation mit bk auf den Zustand mit angewendet, sodass ich sogar wenn ich weiß, wie ich mein Raumschiff zwischendurch steuere, das mit ins Modell reinspeisen kann. Ja, und bisher hätten wir genau so eine idealisierte Schulbuchgleichung, die nie exakt stimmen wird. Und deswegen packen wir hier jetzt noch einfach mal ein bisschen Rauschen künstlich dazu, nämlich einfach nochmal eine normal verteilte Zufallsvariable, die wir da drauf addieren, sodass wir sagen, okay, das gilt im Wesentlichen plus minus halt irgendeine Ungenauigkeit, aber der Erwartungswert soll sich jetzt nicht dadurch verändern. Also Erwartungswert 0 und dann nochmal irgendeine Kovarianzmatrix. Das ist halt jetzt alles vektorwertig und deswegen brauche ich ja eine mehrdimensionale Normalverteilung. Da gehe ich jetzt aber mal nicht mit auf die ganzen Details dabei mit ein. Und so beschreiben wir, wie man aus dem letzten Zustand den nächsten vorhersagen kann. Und jetzt müssen wir auch noch irgendwie das Messen mit beschreiben. In unserem Beispiel könnte es sein, dass wir die Geschwindigkeit selbst gar nicht direkt messen können, sondern immer nur jeweils die Position, die Strecke messen können. Und das heißt, unsere Messvariable wird dann einfach nur die Strecke selbst. Und das kann ich aber auch als eine lineare Abbildung, die auf meinen Zustandsvektor wirkt, auffassen. In dem Fall ist das die relativ einfache, übersichtliche Matrix, aber das Grundprinzip wird vielleicht auch klar. Im Allgemeinen ist unser Messergebnis Z dann eben irgendeine Matrix H mal unser wirklicher Zustand XK. Plus irgendein Messfehler, wo wir auch mal davon ausgehen, dass der multidimensional normal verteilt ist. Und das ist unser Setting. Jetzt geht's los. Diese Gleichungen hier beschreiben das Kalman-Filter. Und das wollte ich euch nur mal zeigen. In diesem Sinne hoffe ich, ihr habt was gelernt. Und natürlich werde ich das noch mal ein bisschen näher erläutern, als einfach nur das hinzustellen. Also, die erste Zeile heißt, wir gehen erstmal davon aus, dass wir schon aus dem letzten Zustand einen Schätzer dafür hatten, wo wir gerade an der Position sind und in welcher Geschwindigkeit wir uns bewegen oder was für einen Zustand auch immer wir jetzt als Vektor gewählt haben. Und daraus wollen wir jetzt gucken, wie kriegen wir einen möglichst guten Schätzer vorhergesagt aus diesem letzten Zustand, sozusagen zuerst der Vorhersageschritt des Kalman-Filters. Naja, dann schauen wir einfach auf unsere Gesetzmäßigkeit. Es wirkt immer die Matrix und dazu kommt noch das, was wir an Steuergrößen reingeben. Und eigentlich kommt dazu auch noch das Rauschen, was wir extra eingefügt haben. Aber von dieser Normalverteilung ist der Erwartungswert ja 0, sodass, wenn ich jetzt auf einen konkreten Punkt schätzen müsste, ich da auch 0 annehmen würde. Und dann kommt genau diese Vorhersage für den nächsten Zustand aus dem letzten zustande. Ah ja, und jetzt haben wir auch noch Matrix P. Ich gehe immer davon aus, dass ich zu jedem Zustand mitspeichere, wie sicher ich mir bei der jeweiligen Schätzung bin. Und in der Matrix P steht jetzt die Kovarianzmatrix von dem aktuellen Zustandsvektor-Schätzer X drin. Ja, und jetzt müsste man halt mit den Kovarianzmatrizen einfach ein bisschen rechnen und gucken, okay, wenn ich nach unserer Zustandsraummodellierung genau diese Bildungsvorschrift habe, dann will ich die Kovarianz vom nächsten Zustand aus dem letzten heraus wissen. Und dann gibt es halt für unkorrelierte Zufallsvariablen die Regeln, dass ich die Summe auch einfach hier auch linear durchziehen darf. Wenn ich hier am Anfang mit meiner Gesetzmäßigkeitsmatrix F multipliziere, dann führt das eben bei der Kovarianz dazu, dass die Matrix vorne und hinten transponiert da rangepappt wird. Das, was ich hier an Steuerung mache, ist quasi ein konkreter Vektor, mit dem ich nochmal addiere. Das stört die Kovarianz gar nicht. Aber hinten kommt natürlich genau nochmal die Kovarianzmatrix von eben genau unserer normal verteilten Zufallsgröße dazu. Und so finde ich jetzt die Formel, wie ich aus der letzten Kovarianzmatrix auch wieder die nächste Kovarianzmatrix bestimmen kann. Und das war einmal der Vorhersageschritt des Kalman-Filters. Wie du vielleicht gemerkt hast, ist der Index jetzt hier kk-1 so doppelt geworden, weil es erstmal andeutet, dass ich vom k-1. Zustand auf den k-ten Zustand hin berechnet habe. Und dann wird das neue xk, mein neuer Schätzer, halt jetzt zusammen mit der Messung irgendwie, mit dem Messschritt im Kalman-Filter halt irgendwie geschickt zusammengewurstelt. Die Messwerte, die wir konkret aufgenommen haben, die landen jetzt in der Variable zk. Und die können wir jetzt auch vergleichen mit dem, was wir erwartet hätten. Nämlich wir wissen ja, was wir aus dem letzten Schritt heraus zu erwarten haben. Das ist gerade xk k-1. Und wenn wir darauf nochmal diese Messtransformationsmatrix hk anwenden, dann kommt das raus, was wir
zu erwarten hätten, was wir vielleicht messen würden. Die Differenz von den beiden wird dann auch im Kármán-Filter Innovation genannt, denn das ist sozusagen das, was durch die Messung jetzt an neuen Sachen dazugekommen ist, die man nicht schon vorher erwartet hätte. Und jetzt ist halt die Frage, wie viel von dieser Innovation sollte ich zu meinen sowieso schon bestehenden Schätzer für XK noch dazu addieren? Und wo ist da das richtige Maß von, wie sehr vertraue ich meinen Messungen und wie sehr vertraue ich meinen Berechnungen, was aus dem letzten Schritt kommt? Und an der Stelle wird jetzt die große Mathematikkeule geschwungen und hier kommt jetzt die Theorie von Kármán, warum genau das hier ein gutes Verfahren ist, um das Ganze auszurechnen und man auch noch so hier dann weiß, mit welcher Ungenauigkeit dieser neue Mittelwert dann auch noch in der Kovarianz weiter vererbt wird. Das kann man entweder einfach so hinnehmen, den Code jetzt implementieren und loslegen, oder man schaut sich es nochmal ein bisschen vereinfacht an und kriegt da vielleicht noch ein bisschen Gefühl dafür. Das würde ich gerne noch machen. Wir haben durch die Vorhersage und durch die Messung schon zwei Schätzer, die eben mit einer gewissen Ungenauigkeit und dann in der Regel normal verteilt das Ganze schätzen. Wenn wir das jetzt mal eindimensional machen, und das ist jetzt die Vereinfachung, die wir hier machen, das passiert eigentlich alles im Mehrdimensionalen, dann sieht das ungefähr so aus, dass wir halt hier zwei von diesen Glockenkurven haben. Das Tolle an GeoGebra ist, dass man sich einfach mal bei solchen Funktionen, wo Parameter wie jetzt hier μ und Sigma drin auftauchen, einfach mal Schieberegler erstellen kann. Und wenn man dann daran ein bisschen rumspielt, bekommt man sowieso schon spielerisch einen ganz guten Eindruck dafür, aha, das heißt es also, wenn meine Standardabweichung gering ist oder dann Sigma Quadrat die Varianz klein wird, und das heißt es also, wenn der Erwartungswert einfach nur rechts links das Ganze verschiebt, und so kriegt man schon mal ein Gespür dafür, was diese beiden Glockenkurven so machen. Die Frage ist jetzt, wenn du diese beiden Glockenkurven hast, was ist dann, wenn ich die beiden irgendwie kombiniere, eine möglichst elegante Art und Weise wieder eine Dichte oder sowas ähnliches anzugeben, was irgendwie beides beinhaltet. Und eine elegante Lösung ist, einfach mal das Produkt zu bilden. Denn wenn die eine Funktion gerade einen Berg nach oben macht, dann wird auch das Produkt an der Stelle nach oben gehoben. Und auch wenn sie es irgendwie nach unten mit einer Funktion in kleinen Werten abflacht, dann wird auch das Produkt dadurch insgesamt klein, sodass das Produkt irgendwie so die beiden eigentlich ganz gut kombinieren sollte. Machen wir das einfach mal. Und wenn man jetzt einfach noch mal ein bisschen an den Parametern rumspielt, dann sieht man, dass es gar nicht so schlecht ist, denn je größer dieser eine Berg hier nach oben geht, also je kleiner dann auch die Abweichung wird und je sicherer ich mir bin, dass das wirklich der Wert ist und nicht der andere, desto mehr gleicht dann auch die Produktkurve hier dem größeren, dem steileren Berg. Das heißt, wenn eine der beiden Optionen deutlich weniger Unsicherheit beinhaltet, dann bevorzugt das Produkt auch diese Kurve. Und bei f von x mal g von x könnte man den Eindruck gewinnen, dass das vielleicht auch wieder eine gaußsche Glockenkurve selber ist, so wie das Ding zumindest bisher aussah, wäre das durchaus möglich. Was allerdings direkt verloren geht, ist, dass die Fläche unter den gesamten Glockenkurven immer 1 sein muss, und das ist bei dem Produkt hier nicht im Allgemeinen wieder der Fall, aber das könnte man ja einfach nur durch einen Faktor ausgleichen. Im Prinzip müssen wir nur die Fläche, die wir da sonst drin haben, wieder rausdividieren, also geteilt durch das Integral von dieser Funktion, eigentlich von minus unendlich bis plus unendlich, aber ihr seht ja schon, solange man jetzt nicht bei minus 10 oder 10 rausgeht, ist doch die Funktion schon so klein geworden, dass es kaum eine Rolle spielt. Und deswegen einfach mal geteilt durch dieses Integral von minus 10 bis 10, und wir haben es erstmal wieder so normiert, dass das jetzt auch die Dichtefunktion von irgendeiner Wahrscheinlichkeitsverteilung sein könnte. Und hier sieht man auch, dass man durch die Verknüpfung von den beiden relativ unsicheren Schätzungen noch eine sicherere Schätzung bekommt, die weiter nach oben ragt und die schmaler ist als die beiden einzeln. Und jetzt wird es nochmal umso deutlicher, wenn die eine Kurve eine geringe Standardabweichung, eine geringe Varianz aufweist, dann gleicht auch mein neuer Schätzer ganz stark dieser einen Kurve, die schon sehr sicher war in ihrer Schätzung. Ich habe euch genau diese GeoGebra-Interaktion auch mal geteilt, sodass ihr genau das auch einfach mal ausprobieren könnt. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung, neben übrigens auch Links zu allen Quellen, die ich hier verwende, um das hier alles irgendwo zusammen gesammelt zu haben. Und das Bauchgefühl, was man hier vielleicht jetzt so hat, wenn man es so gesehen hat, ist, dass da ja wirklich eine neue Gauss-Glockenkurve auch wieder rauskommt. Das ist allerdings nicht klar. Nur weil ich irgendwie zwei von diesen Kurven miteinander multipliziere, weiß ich erstmal nicht, ob da wirklich was von der Form e hoch und so weiter rauskommt.
Und deswegen beweisen wir das nochmal und rechnen das doch mal nach. Wir wollen ja schließlich noch ein bisschen Mathematik betreiben hier, ne? Ich mache am Anfang gleich mal eine Vereinfachung, dass ich diese Skalierung von der gaußschen Glockenkurve, dass die halt genau Integral 1 insgesamt hat, die lasse ich einfach mal als C1 und C2 halt als irgendeine Konstante hier mitstehen und konzentriere mich auf die Form, die es dann sonst hat, nämlich e hoch minus x minus Erwartungswert ins Quadrat geteilt durch 2 mal die Varianz Sigma Quadrat und das halt einmal mit zwei Parametern Index 1 und zwei Parametern mit Index 2. Und die werden ja jetzt miteinander multipliziert. Also machen wir das doch mal. Insgesamt kommt ja hier C1 mal C2. Da kommt also einfach wieder irgendeine Konstante raus. Ich interessiere mich gerade nur für die Form von dem, was von x abhängt. Also lassen wir das als C einfach stehen. Dann geht es hier los. Das könnte ich als Potenzgesetz verkaufen. Das ist eigentlich die Funktionalgleichung der Exponentialfunktion. Jetzt kommt im Wesentlichen ein bisschen Bruchrechnung. Und jetzt sortieren wir das mal ein bisschen nach x. Dafür müssen wir erstmal die Klammern auflösen. Dann nehmen wir die zweite binomische Formel. Wenn ihr so weit im Video mitgekommen seid, dann denke ich, ist die auch kein Problem. Und jetzt behalten wir einfach mal einen kühlen Kopf, auch wenn jetzt hier ein paar Variablen rumschwirren und ein paar Indizes dranstehen. Wir schauen einfach nur mal, dass wir alle x Quadrate zusammenfassen. Und da sehe ich hier Sigma 1 Quadrat und Sigma 2 Quadrat. Die Summe davon ist also der Koeffizient vom x Quadrat. Dann weiter mit allem beim x. Das sind minus 2 in beiden Fällen. Können wir gleich zusammen reinpacken und dann ist das Sigma 1 Quadrat μ 2 plus Sigma 2 Quadrat μ 1 und damit sind wir beim x fertig und dann kommt hinten nochmal irgendwas weiteres, aber das hängt nicht mehr von x ab und ich interessiere mich wie gesagt erstmal nur für das Zeug, was von x abhängt. Wenn jetzt hier noch plus irgendeine Zahl steht, dann weiß ich halt, naja, das wird am Ende, weil es in der Exponentialfunktion mit plus irgendwas steht, dann nur zu einem Faktor mal e hoch das ganze Zeug. Und die Faktoren sind mir egal, deswegen packt man das einfach mit in die Konstante rein. Da brauchen wir noch einen neuen Namen. Haben wir noch einen? Mach einfach ein Dach drüber. Okay, dann machen wir einfach ein Dach drüber. Und dann nehmen wir das C-Dach und weiter geht's. Es wäre eigentlich ganz angenehm, wenn das x-Quadrat ohne Koeffizient dastehen würde. Das heißt, wir müssen jetzt mit 1 geteilt durch diesen Koeffizient hier den Bruch im Zähler und im Nenner erweitern. Dadurch fliegt er beim x-Quadrat weg. Das Ganze kommt allerdings als ein neuer Nenner beim x selbst dazu und auch im Nenner des großen Bruchs haben wir jetzt nochmal einen extra Nenner, sodass wir hier einen schönen Doppelbruch dastehen haben. Naja, warum nicht? Und jetzt kommt nochmal der binomische Formeltrick umgekehrt oder quadratische Ergänzung oder wie auch immer. Der Anfang x-Quadrat minus 2 mal irgendwas mal x klingt ja schon wie x minus irgendwas ins Quadrat. Bis auf den Absolutterm hinten, der ja bei der binomischen Formel mit entstehen würde. Aber dieser Absolutterm hängt nicht von x ab und wenn der in der Summe in der Exponentialfunktion steht, führt das insgesamt nur zu einem weiteren Faktor und die Faktoren, die nicht von x abhängen, sind uns egal. Und jetzt freuen wir uns erstmal, denn jetzt haben wir hier nämlich dastehen e hoch minus x minus irgendwas ins Quadrat geteilt durch 2 mal irgendwas anderes und dieses irgendwas und das irgendwas andere, sind genau die beiden Stellen, an denen der Erwartungswert und die Varianz von einer Normalverteilung stehen. Und damit haben wir hier gesehen, dass es tatsächlich, bis auf dass die Konstante nicht stimmt, eine gaußsche Glockenkurve. Und jetzt ist halt das, was ich nur so ein bisschen damit begründet habe, dass das Produkt einfach schön ist und dass wo Kalman sich nochmal mehr Gedanken gemacht hat, warum gerade diese Konstellation von Parametern optimal ist, wenn ich eben diese beiden fehlerbehafteten Schätzungen zu einer zusammen verschmelzen möchte. Wenn wir in dem Verfahren denken, haben wir eigentlich schon μ1, Sigma 1 Quadrat irgendwie da und wollen wissen, was wir daran ändern müssen, um dann zum besseren Schätzer zu kommen. Das heißt, wir schauen mal, was ist denn eigentlich das, was zu μ1 noch dazugekommen ist. Also ziehen das nochmal ab und schauen, was da eigentlich übrig geblieben ist. So ähnlich kann man es auch nochmal mit der Varianz Sigma Quadrat machen. Und ich schreibe es mal bewusst so, dass das Sigma 1 Quadrat hier doppelt auftaucht und ich das nicht zu Sigma 1 hoch 4 zusammenfasse. Denn jetzt erkennt man vielleicht auch noch, dass wir hier oben und unten quasi den gleichen Faktor verwenden können. Und wenn ich den jetzt mal noch mit K wie Kalman beziffere, dann stehen hier relativ übersichtliche Gleichungen, wie ich aus diesen zwei Glockenkurven mit den Parametern μ1 Sigma 1 Quadrat, μ2 Sigma 2 Quadrat dann einmal die schöne neue Berechnung machen kann und dadurch eine bessere neue Schätzung erhalte. Und das ist doch das Schöne an Mathe, dass ich dann doch einen relativ unübersichtlichen Rechenweg am Ende zusammenfassen kann mit, das ist das Resultat, was dabei rausgekommen ist. Und das hilft uns jetzt weiter.
Wir schreiben jetzt im Prinzip einfach nochmal diese Gleichungen nur in unserem Setting mit Matrizen nochmal auf. Bei unserer Messung kam ja ZK heraus, sodass das auch unser μ2 jetzt sozusagen ist. Und die Varianz oder die ganze Kovarianzmatrix unserer Messung war jetzt einfach nur RK selbst. Damit wir die Vorhersage jetzt allerdings mit der Messung vergleichen können, müssen wir das auch nochmal mit dieser Messtransformationsmatrix H alles transformieren. Und jetzt packen wir in die restlichen Formeln noch einfach die Sigmas und Mys sozusagen rein. Das sind jetzt hier mehrdimensionale Rechnungen, wo man sich überlegen muss, warum das genauso wie im eindimensionalen halt einfach gemacht werden kann. Und dieser gemeinsame Faktor K, also was jetzt bei uns HPH mal das Inverse von HPH plus R ist, das nennt man auch den Kalman-Gain. Und das ist wie gesagt das, wo die ganze Genialität des Verfahrens drinsteckt. Und jetzt sieht man auch, dass ich die Messung wieder loswerden kann, denn überall stehen jetzt H's auf der linken Seite, insbesondere auch in dem Kalman-Filter selbst. Wenn ich die alle weglasse, habe ich kein Problem. Und auch hier unten zumindest noch in der letzten Gleichung kann ich auch von rechts das Transponierte von H noch weglassen. Jo, und je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich dann irgendwie Verständnis für diese am Anfang überhaupt nicht verständlichen Formeln aufbauen können. Falls irgendjemand von euch mal einen Kalman-Filter implementieren will, weil er sein selbstfahrendes Auto oder seine Drohne damit irgendwie in der Messung aufpimpen will, das wird nämlich dort heute eingesetzt, weil man da auch wenig Rechenleistung und das schnell machen muss, vorfinden hat. Naja, dann hoffe ich, dass es jemandem was bringt. Ansonsten hat man es vielleicht doch einfach so genossen, ein bisschen Mathematik machen zu können. Ich habe es sehr genossen, das ein bisschen mir anschauen zu können. Musste jetzt einfach irgendwann sagen, okay, genug Zeit damit verbracht. Und jetzt ist auch das 50-jährige Jubiläum Deadline dran. Mal wieder ein Video machen, das war sowieso schon lange nicht mehr der Fall. Ja, und da konnte ich mir auch mal ein Paper von Kalman anschauen, was sogar auf Google Scholar mehr als 30.000 Citations verzeichnet hat. Das heißt, in 30.000 Artikeln in der Fachliteratur wird im Quellenverzeichnis Kalman mitgenannt und wird Kalman eben in der Fachliteratur zitiert. Das 30.000 habe ich noch nie bei einem Artikel gesehen und zeigt halt, dass dann doch manchmal die anwendungsnahe Mathematik häufiger gebraucht wird. Und es ist aber auch schön zu sehen, wie da Kalman sozusagen zu seinen Lebzeiten auch schon ein bisschen mitbekommen hatte, wie das für die Mondlandung schon eingesetzt wurde und das so fix ging von der Theorie in die Praxis. Das hat mich begeistert. Ich hoffe, ihr habt auch ein schönes 50-jähriges Mondlandungsjubiläum und einen wunderschönen Tag in dem Wissen, dass es viel Mathematik gibt, die überall in den Dingen drinsteckt. Ne? Macht's gut. Ciao.